Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Donnerstag. Ja, wir beschäftigen uns in diesem Video nochmal eingehender mit dem anstehenden Wochenende, wo wir es doch in ja, vielen Landesteilen doch mit recht freundlichen und angenehm temperierten Frühlingswetter zu tun haben werden. Es gibt aber auch Landesteile, wo Schauer und Gewitter wieder häufiger auftreten werden. Ja, dann werfen wir auch noch einen Blick in die nächste Woche, wo wir es mit einer ja recht markanten Tiefdruckentwicklung zu tun haben werden. Ein 5B-artiges Tief wird Richtung Norden ziehen und damit kann es zu ja kräftigeren Regenfällen kommen. Potenzial für größere Regenmengen ist bei einer solchen Wetterlage durchaus gegeben. Da schauen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf. Ja, kräftige Regenfälle ist das Stichwort für mein Einstiegsthema. Zunächst möchte ich euch mal die Karte mit den zu erwartenden Niederschlagsmengen in nächster Zeit so im Bereich der Adria, Kroatien, Bosnien zeigen. So südlich der Alpen, Norditalien, gibt es ja jetzt sowieso in nächster Zeit mit einem Tief kräftige Regenfälle und besonders viel Regen soll halt hier im Bereich der Adria fallen. Wir sehen hier mal die Niederschlagsmengen bis nächste Woche Mittwoch. Da wird diese feuchtwarme Gewitterluft richtig gegen die Berge dort gedrückt. Es drohen ja schwere Gewitter, kräftige, ergiebige Regenfälle. Wir sehen hier teilweise Niederschlagsmengen jetzt hier bei dem Icon-Wettermodell mit Peaks von über 300 Millimeter. So im Bereich Dubrovnik sollte es so kommen, dann drohen halt auch hier wirklich ja Überschwemmungen, Hangrutschungen, Murenabgänge, also wirklich größere Unwettergefahr. Auch das ECMWF hier so in der gesamten Küste eigentlich Kroatiens mit dem Hinterland, wo große Regenmengen auch nach dem Modell zu erwarten sind. Kommen wir zurück zu unserem Wetter am heutigen Donnerstag und wir haben es immer noch mit dieser ja alternden Front zu tun, die über uns liegt und die wird jetzt heute ja sogar wieder so ein bisschen rückläufig, also kommt ein bisschen weiter nach Westen voran, wird neu aktiviert. Ja, so gibt es heute weiterhin von Bayern, wo es auch mal kräftiger regnet, bis hoch eigentlich in den Norden, bis zur Nordseeküste, häufig stärkere Bewölkung und es kann immer mal wieder regnen, gerade so über Hessen hinaus bis nach Ostwestfalen auch mal kräftiger. Ja, und das heißt allerdings auch im Nordosten und Osten steht dagegen ein weiterer sonniger und angenehmer Frühlingstag bevor. Und da es ja diese Front ein bisschen weiter nach Westen schafft, stehen auch die Chancen ganz gut, dass es dann auch mal später so in Sachsen-Anhalt, Thüringen für Auflockerungen reicht, dass die Sonne sich hier mal nachmittags zeigt. Örtliche Schauer und einzelne Gewitter sind hier aber durchaus noch möglich. Im Westen und Südwesten hat das Ganze so vor der Front, die so langsam aufkommt, noch ein bisschen Schauercharakter. Auch hier relativ viele Wolken schon, aber mal ein paar Wolkenlücken sind dabei und auch der ein oder andere Regenguss. Ja, Temperaturunterschiede recht groß, gerade mal so 10 Grad am Alpenrand stehen, ja, angenehm 22, 23 Grad im Nordosten gegenüber. Wir beschäftigen uns dann mit der kommenden Nacht. Da haben wir immer noch diese Front, die immer noch so ein bisschen weiter nach Westen vorankommt, immer mehr so Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz kippt, auch in Bayern noch der Regen, der hier aber schwächer werden wird. Das bedeutet auch im Nordwesten, in Niedersachsen lässt der Regen immer mehr nach, die Wolken lockern auf, örtlich kann sich mal Nebel bilden. Ja, und im gesamten Osten und Nordosten, da ist es weiterhin leicht bewölkt bzw. klar. Tiefstwerte dann morgen früh so zwischen 11 Grad im norddeutschen Tiefland und in manchen Ballungsräumen bzw. bis zu 4 Grad im Allgäu. Schauen wir auf den morgigen Freitag und da gibt es dann den Sonnenschein, diesmal nicht nur im Osten und Nordosten, nein, das Ganze weitet sich dann auf die gesamte Nordhälfte aus, auch im Nordwesten dann zunehmend sonniges Wetter, leicht bewölkt im Laufe des Tages dann so ab der Landesmitte. Also von Nordrhein-Westfalen über den nördlichen Mittelgebirgsraum bis nach Sachsen bilden sich dann mal dickere Quellwolken. Und hier sind nach den meisten Wettermodellen auch mal örtliche Schauer und auch vielleicht mal vereinzelte Gewitter durchaus möglich. Weiter Richtung Süden ist die Bewölkung insgesamt doch zahlreicher. Sonne wird sich schwerer tun. Es gibt mal so teilweise mal schauerartige Regenfälle. Und im Laufe des Tages generell auch mal Regenschauer, vielleicht auch im südlichen Bayern und Baden-Württemberg mal einzelne Gewitter. Hier verbleiben wir weiterhin bei Temperaturen unter 20 Grad. Ansonsten wird es sich auch im Westen und Nordwesten deutlich erwärmen. Und wir liegen doch recht verbreitet bei über 20 Grad. Etwas kühler ist es dann an der Ostseeküste mit Winddrehung auf Nordosten. Blicken wir aufs Wochenende noch mal kurz. Der Blick auf die Wetterlage, womit wir es jetzt ab ja, morgen und am Wochenende zu tun haben werden, nämlich mit der ja, Zweiteilung. Der Norden profitiert halt von dieser Hochdruckzone über Skandinavien und mit der östlichen Strömung, wo der Wind auch mal ein bisschen böiger auffrischen wird, kommt halt trockene Festlandsluft in den Norden, während der Süden
halt im Einflussbereich feuchterer Mittelmeerluft liegt. Ja, so gibt es am Wochenende weiterhin diese Unterschiede zwischen Norden und Süden. Am Samstag wiederum, ja, zeitweise die Bewolkten doch mal relativ stärker bewölkt oder dichter in der Südhälfte. Und hier kann es dann im Laufe des Tages mal wieder den ein oder anderen Schauer geben. Insgesamt auch in der Mitte wiederum so dieser instabile Bereich, weiterhin so von Nordrhein-Westfalen bis rüber, ja, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen. Hier gibt es zwar recht viel Sonnenschein, nachmittags aber vielleicht auch mal die ein oder andere dickere Quellwolke. Und dann sind hier auch mal wiederum örtliche Regengüsse, vereinzelte Gewitter möglich. Weiter Richtung Norden bleibt die Neigung dafür eher gering. Eine kleine Unsicherheit besteht noch so Richtung Emsland, also Nordwesten Niedersachsens. Auch hier machen manche Wettermodelle mal lokale Schauer oder Gewitter rein. Temperaturunterschiede bleiben bestehen zwischen angenehmen Norden und etwas kühlerem Süden. Gerade Richtung Alpen wird es doch wahrscheinlich nichts mit 15 Grad. Schauen wir auf den Sonntag. Auch da ändert sich noch nicht allzu viel. Insgesamt nimmt wahrscheinlich die Schauer- und Gewitterneigung noch etwas zu in der Südhälfte. Wiederum mit dem Tagesgang, dass es vor allem dann in der zweiten Tageshälfte dann mal zu kräftigeren Schauern und örtlichen Gewittern kommen kann. Da kann halt auch mal Platzregen dabei sein. Die Luftmasse ist ein bisschen feuchter, also lokaler Starkregen mal möglich. Unwettergefahr allerdings wahrscheinlich nach heutigem Stand eher gering. Es bleibt immer noch so die Unsicherheit, wie weit die Schauer und Gewitter auch mal nach Norden vorankommen. Quellwolken werden sich wahrscheinlich auch mal in der Nordhälfte bilden, aber nach jetzigem Stand weiter ja eher gering, dass sich auch mal ein Schauer oder Gewitter in Richtung Norden verlagern wird. Tendenz ist aber noch nicht ganz abzusehen. Unterschiede bleiben immer noch bei den Temperaturen. Im Südosten Bayerns könnten dann zum Nachmittag und Abend dann auch schon mal ja größere Regenfälle aufziehen. Das sind nämlich dann die Vorboten für die Entwicklung in der nächsten Woche, auf die wir jetzt noch mal kurz schauen wollen. Denn zum Montag soll dann oder wird dann ein Tief auf 5B-artiger Zugbahn, also so ja aus dem Alpenraum Norditalien, dann nach Norden ziehen. Eher so eine bisschen westlichere Zugbahn als die sonst typische 5B-Zugbahn. Also so an der Grenze Deutschland-Polen wahrscheinlich Richtung Norden ziehen. Und damit wird es in einigen Landesteilen wahrscheinlich kräftige Regenfälle geben. Das Tief ist allerdings noch nicht so ganz klar, was die Stärke, was die genaue Zugbahn betrifft. Wir sehen hier jetzt nochmal zwei Wettermodelle mit den Niederschlagsmengen für den Montag. Das ist jetzt das GFS aus der Nacht gewesen. Und da können wir mal größere Regenmengen jetzt hier mal angedeutet für den Osten, für Teile des Ostens erkennen, mit auch mal ja, Niederschlagsmengen von über 20 mm. Wettermodelle, GFS nicht so hoch aufgelöst. Also kann auch sein, dass sich da durchaus noch was daran ändert. Also diese ja, 5B-artigen Tiefs haben ja sowieso Potenzial, zum einen halt für Überraschungen, dass das ja auch noch was ändert. Andererseits aber auch für durchaus mal kräftige Regenfälle, eventuell auch sogar bis in den Unwetterbereich. Und das jetzt nochmal das Icon-Wettermodell, das ist jetzt nicht ganz so stark, das ist der Morgenlauf, aber auch hier sehen wir halt, der Montag verbreitet doch oder in vielen Landesteilen nass mit Regenfällen, also das Ganze doch sehr unbeständig und auch die weitere Entwicklung wahrscheinlich in der nächsten Woche geprägt, eher von Tiefdruckeinfluss, von weiteren Regenfällen, Schauern, Gewittern, also alles in allem auch die nächste Woche dann eher von unbeständigerem Charakter. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao.